Herzlich willkommen zum wöchentlichen DD00L QTC mit dem Schwerpunkt zurzeit auf dem XIGU 6100. Das eingebaute WLAN ist nicht so wirklich sendestark. Entweder taugt die Antenne nichts oder die Leistung, die im WLAN-Signal bei 2,4 GHz produziert wird, oder die Empfangsleistung ist auf jeden Fall nicht so richtig doll. Kann ich denn das XIGU-Gerät an einem LAN-Kabel betreiben? Die Antwort ist ganz einfach, ja, natürlich geht das. Was brauche ich dafür? Ich brauche einen solchen Adapter. Der hat auf der einen Seite hat der eine Buchse für das LAN-Kabel, auf der anderen Seite hat er einen USB-Stecker. Und ich brauche so einen OTG-Adapter auf der einen Seite, ja, hier für das USB und auf der anderen Seite das USB-C, das dann in den Host-Adapter des XIGUs kommt. Schauen wir uns mal an, wie es funktioniert und was dafür zu machen ist. Ja, das ist das Setup hier. Ihr seht das XIGU-Gerät und in schwarz, das ist einfach nur ein USB-C-Kabel, das zum PC geht. Dort ist die serielle Konsole angeschlossen. Das ermöglicht es mir, drauf zu schauen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Netzwerk aus, auch wenn wir kein Netzwerk haben. Und an der Hostbuchse hier sehen wir diesen OTG-Adapter. Und noch ist das LAN-Kabel nicht eingesteckt, aber das mache ich jetzt gleich. Ihr werdet euch noch fragen, welchen Adapter soll ich denn kaufen? Es gibt so viele. Und ich muss gestehen, ich habe keine hundertprozentige Antwort für euch. Der Adapter, den ich hier habe, der funktioniert. Das bedeutet nicht, dass jeder Adapter funktionieren muss. Nach welchen Kriterien habe ich meinen Adapter damals gekauft? Er stand in der Unterstützungsliste des Pluto SDRs. So ein kleiner SDR in einem blauen Gehäuse ist das, war das, ist das, der wird immer noch verkauft und da gab es eben eine Liste der unterstützten Adapter. Ich verlinke in der Videobeschreibung auf diese Liste und wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr selbst mal schauen, welchen ihr kaufen wollt, wo es den auch jeweils gibt und ja, ob das sinnvoll ist. Jetzt aber mal, hier stecke ich diesen LAN-Stecker rein. Ich bin auch schon eingeloggt hier in der seriellen Konsole, das könnt ihr sehen. Und jetzt kommt mal hier der Stecker rein. Nein, bevor ich den Stecker reinmache, ein beherztes ifconfig-all. Und das seht ihr, ETH0, die Schnittstelle ist schon da, denn dieser Adapter, der ist ja schon drin. WLAN, das ist das WLAN, in dem ich hier bin. Und ja, das Local Device, die 127.001. Das WLAN ignorieren wir jetzt mal geschickt und gehen also hier einfach mit diesem Adapter hier rein. Dann müsste irgendwo sind hier noch Leuchtdioden. Na, die werden wir sehen. Ich gehe also mal mit dem LAN-Stecker hier rein. Ihr seht, da kommt auch was auf der Konsole. Hier sind Leuchtdioden, die blinken. Ganz offensichtlich habe ich einen Link und wir können mal schauen, ob wir jetzt mit ifconfig eine IP-Adresse sehen. Und siehe da, tatsächlich, die 192.168.5.42 wurde vom DHCP-Server in diesem WLAN mir vergeben. Also ganz offensichtlich, was im WLAN nicht funktioniert, DHCP, das funktioniert am kabelgebundenen Internet. So, und dass ihr mir glaubt, dass das wirklich so ist und die Verbindung nicht etwa über das WLAN existiert, versuchen wir uns mal einzuloggen auf dieser IP-Adresse ssh.root@192.168.5.42 und dann fragt er nach dem Schlüssel, das finde ich gut, Passwort 123, ja, und schon bin ich eingeloggt in dem XIGU-Gerät. Was können wir jetzt noch machen? Wir können mal schauen, ob wir irgendwelche Logmeldungen finden. Invalog. Dort
gibt es die Datei Messages. Und hier passiert offensichtlich etwas im Netzwerk. Das ETH0 hier wurde gefunden, unavailable, disconnected. Dann wird es hier aktiviert. Dann sehen wir hier eine DHCP-Meldung, Activation. Da fragt er nämlich nach einer IP-Adresse. Ja, und dann der Status von Unknown zu Bound. Und das ist dann der Zeitpunkt gewesen, an dem wir die IPv4-Adresse hatten, also diese 192.168.5.42. Und die und IPv6 funktioniert ganz offensichtlich nicht. Das hatten wir auch hier schon gesehen. Das hatten wir auch hier schon gesehen, dass es keine IPv6-Adressen gibt im XIGO-Gerät. Kleine Sache, aber mir ist aufgefallen und euch ist ja auch aufgefallen, das, was bei WLAN nicht funktioniert mit DHCP, funktioniert im LAN-Kabel. Und ich möchte den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen auf das nächste Video, nächsten Sonntag, denn da habe ich, glaube ich, eine ganz schöne Überraschung für euch. Bis es soweit ist, macht ein paar QSOs, viel Spaß dabei, 73 und bye bye.